einer bekannten Maxime bis hin zu minimalen Maximals und der überraschenden Enthüllung, die die Zukunft des Franchises völlig verändern wird. Lasst einen Blick auf das actionreiche Ende von Aufstieg der Bestien werfen. Der Höhepunkt der Schlacht in Transformers Aufstieg der Bestien wird dadurch ausgelöst, dass der Bösewicht Scourge die beiden Teile des Haupt-MacGuffin des Films zusammenfügt, wodurch der ruchlose, planetenverschlingende Unicron auf die Erde gelangen kann. Da nur ein kleines Zeitfenster zur Rettung des Planeten zur Verfügung steht, schließen sich Autobots, die als Maximals bekannten Robotertiere, und ein Menschenpaar Noah und Elena zusammen, um Scourge aufzuhalten. In diesem Showdown, der sich in einem abgelegenen Teil des peruanischen Regenwaldes abspielt, liefern sich Autobots und Maximals einen erbitterten Kampf mit einem Haufen von Scourges, hirnlosen Schergen, einer Armee von Roboskorpionen sowie den beiden wichtigsten Terrorcon-Verbündeten des Bösewichts, Battletrap und Nightbird. Die Dramatik dieser Szene ist umso größer, als das Gerät nicht nur die Ankunft von Unicron ermöglicht. Das Gerät, das ihn zur Erde bringt, könnte auch Optimus Prime und seine Autobot-Brüder zurück auf ihren Heimatplaneten Cybertron bringen. Am Ende bringt Prime, nachdem er Scourge brutal ermordet hat, das ultimative Opfer, um die Erde und ihre Bewohner zu retten, indem er Unicrons interdimensionales Tor zerstört. Danach gehen die überlebenden Autobots, Maximals und Menschen getrennte Wege, obwohl die mögliche Rückkehr Unicrons bedeutet, dass es eines Tages zu einem Wiedersehen kommen könnte. Während die Menschen in den Transformers gelegentlich in der Lage waren, vorübergehend cybertronische Waffen zu benutzen, um sich gegen die Decepticons zu wehren, mussten diese Charaktere die Robotergefechte meist Optimus Prime und Co. überlassen. Frühere Transformers-Medien boten jedoch eine Lösung an, wie Menschen an der Seite von Roboterkriegern kämpfen könnten. Der 1986 erschienene Spielfilm Die Transformers – Der Kampf um Cybertron ist eine der bekanntesten frühen Darstellungen eines Exosuits in der Transformers-Geschichte. Der Exosuit ist eine robotische Rüstung, die Menschen tragen können und die es ihnen ermöglicht, in der Hitze des Gefechts mit Autobots und Decepticons mitzuhalten. Come on, you can do it. Dieses Konzept kommt in den Transformers-Filmen zum ersten Mal am Ende von Transformers Aufstieg der Bestien zum Einsatz. Ein scheinbar sterbender Mirage verwendet einige seiner eigenen Teile, um seinem Kumpel Noah einen Exosuit zu geben, mit dem der Mensch Scourge besiegen kann. Der in Silber mit blauen Akzenten gehaltene Aufstieg der Bestien-Exosuit ermöglicht es Noah, im Vergleich zu früheren menschlichen Protagonisten eine etwas aktivere Rolle im actiongeladenen Ende eines Transformers-Films zu übernehmen. Außerdem lässt er die alte Transformers-Lore in Aufstieg der Bestien als Quelle für publikumswirksame Momente weiterleben. Dieser Satz wurde von Optimus Prime in seinen letzten Momenten vor seinem Tod in Transformers – Der Kampf um Cybertron im Jahr 1986 geäußert. Seitdem ist er zu einem festen Bestandteil der Serie geworden und wird von verschiedenen Inkarnationen von Optimus Prime und anderen Transformers-Figuren in einer Vielzahl von Zusammenhängen ausgesprochen. In der letzten halben Stunde von Transformers – Aufstieg der Bestien wird er zum Kernsatz, vor allem wenn es um Figuren wie Optimus Prime und Noah geht, die sich daran gewöhnen, mit anderen zusammenzuarbeiten. Ihre anfänglichen Vorbehalte gegenüber der Zusammenarbeit von Menschen und Robotern werden ausgeräumt, als Unicron beginnt, die Erde zu erobern. Angesichts der nahenden Apokalypse wird Optimus Prime Satz zu einem Aufruf an alle Arten von Robotern und Menschen, für ein größeres Ziel zusammenzuarbeiten. Autobots and Maximals, all as one. Transformers Aufstieg der Bestien verwendet diesen klassischen Transformers-Satz, um sein Hauptthema zu untermauern, das die Bedeutung des Zusammenhalts hervorhebt, obwohl das Ende dieses Konzepts ein wenig untergräbt. Elena zum Beispiel wird für einen Großteil des Höhepunkts ins Abseits gedrängt. Dennoch ist es bewundernswert, dass Transformers Aufstieg der Bestien den Zynismus der Transformers-Filme von Michael Bay gegen etwas Hoffnungsvolles eintauscht und die langjährigen Fans haben sich zweifellos über die Wiederbelebung dieses Begriffs gefreut. Transformers Aufstieg der Bestien beginnt mit einem Prolog, der die Flucht eines Quartetts von Maximals von ihrem Heimatplaneten zeigt. Es ist eine lange Sequenz, die den Kinobesuchern die Idee vermittelt, dass diese Charaktere für alles, was in Aufstieg der Bestien passieren wird, entscheidend sein werden. Leider dauert es für alle Beast Wars-Fans ewig, bis die Maximals wieder in den Film zurückkehren, wenngleich sie wenigstens eine wichtige Rolle in der Handlung spielen, sobald sie wieder auftauchen. Die seltsam zurückhaltende Präsenz der Maximals in der Haupthandlung von Aufstieg der Bestien erstreckt sich sogar auf das Finale, in dem die Zuschauer diese Figuren sehen. Die Maximals werden zum letzten Mal in ihrer irdischen Heimat, dem peruanischen Regenwald, gezeigt, wobei Optimus Prime sich auf einer Klippe die Brust bricht, während die Autobots davonfliegen. Obwohl die Geschichte durch die Augen dieser Figuren begann, als die Unicrons Schrecken nur knapp entkamen, zieht Aufstieg der Bestien am Ende einfach an den Maximals vorbei. Das Fehlen einer konkreten Aufklärung in Bezug auf Optimus Prime und seine Freunde wäre in jedem Kontext ein seltsames Detail. Aber es ist besonders seltsam, wenn man bedenkt, wie sehr sich Aufstieg der Bestien anfangs für diese Figuren einzusetzen scheint.
Während es Optimus Prime gelingt, ein mutiges Opfer zu bringen, um Unicron von der Erde fernzuhalten, ist am Ende von Transformers Aufstieg der Bestien klar, dass der Bösewicht mit seinen üblen Machenschaften noch nicht am Ende ist. Optimus Prime erklärt ausdrücklich, dass Unicron zwar vorübergehend gestoppt wurde, aber auf keinen Fall tot ist. Der Zuschauer erfährt zwar nicht, wo sich Unicron jetzt versteckt hält, jedoch reicht Optimus Primals Wort aus, um zu wissen, dass er noch da draußen ist. Angesichts der Tatsache, dass Paramount Pictures hofft, dass Transformers Aufstieg der Bestien eine neue Trilogie von Transformers-Filmen einleitet, wäre es nicht schockierend, wenn Unicron als übergreifender Antagonist dieser neuen Ära des Transformers-Kinos fungieren würde. Die Aufklärung von Unicrons Präsenz in Aufstieg der Bestien bietet jedoch keine Klarheit darüber, wie sich seine Rolle in diesem Film mit der bisherigen Darstellung von Unicron in den Live-Action-Transformers-Filmen vereinbaren lässt. Der 2017 erschienene Teil Transformers The Last Night enthüllte explizit, dass der Planet Erde in Wirklichkeit Unicron ist, der seit Äonen schläft, aber auf dem Höhepunkt des Films wieder aufersteht. Earth. Is Unicron. One day his horns will rise to fight the mad goddess Quintessa. In Anbetracht der Tatsache, dass die Kommentare des Kreativteams von Aufstieg der Bestien darauf hindeuten, dass dieser neue Film immer noch in Kontinuität mit früheren Live-Action-Transformers-Filmen stehen soll, ist es merkwürdig, dass der Abschluss von Unicrons Handlungsstrang keine Klarheit darüber bietet, wie zwei völlig unterschiedliche Versionen dieses planetenfressenden Bösewichts in ein und demselben Franchise existieren können. Während am Ende von Transformers unklar ist, wie es mit den Maximals und Unicron weitergeht, ist die Zukunft nach Transformers Aufstieg der Bestien ungewiss, wobei das Schicksal der beiden menschlichen Protagonisten in diesem Blockbuster viel eindeutiger ist. Noah zum Beispiel kehrt nach der Rettung der Welt in seine Wohnung zurück und umarmt seine Mutter und seinen jüngeren Bruder. Obwohl er nun an der Seite von Robotern gekämpft hat, ist die Familie für Noah so wichtig wie eh und je. Und in den letzten Momenten von Aufstieg der Bestien geht er sogar zu einem Vorstellungsgespräch, damit er im Haushalt mithelfen kann. Während er auf das Vorstellungsgespräch wartet, sieht Noah auf einem Fernseher in der Nähe etwas, das eine Lösung für Elenas Handlungsstrang bietet. Auf diesem Fernseher sieht Noah einen Werbespot für ein bevorstehendes 60-Minutes-Interview mit Elena, die aufgrund ihrer Entdeckungen in Peru zu einer berühmten Archäologin geworden ist. Ihre Arbeit hat den Autobots geholfen, die Welt zu retten, und jetzt hat sie endlich die Chance, als Meisterin ihres Fachs angesehen zu werden. Seit den ersten Szenen in Aufstieg der Bestien, in denen sie nur eine Praktikantin in einem Museum war, die darum kämpfte, die Aufmerksamkeit ihrer Vorgesetzten zu erlangen, hat sie einen langen Weg zurückgelegt. Nach ihrem ersten Abenteuer mit roboterartigen Lebensformen haben sowohl Noah als auch Elena dem Ende von Transformers Rise of the Beast zu urteilen, ein wirklich befriedigendes Leben zu verdanken. Mit Ausnahme von Bumblebee endete jeder der Transformers-Filme ähnlich. Optimus Prime hält im Voice-Over eine überzeugende Rede, die die Themen des vorangegangenen Films auf den Punkt bringt und selbst nach den enormen Verlusten im Kampf gegen die Mächte des Bösen Hoffnung für die Zukunft gibt. But the day will never come that we forsake this planet. Will we ever see you again? Cade Jaeger. I do not know. Transformers Aufstieg der Bestien bietet eine kleine Abwandlung dieser Formel, allerdings nicht auf Kosten einer neuen Rede von Optimus Prime. Wie in den ersten 5 Transformers-Filmen hält Synchronsprecher Peter Cullen als Optimus Prime einen großen Monolog. Allerdings ist er dieses Mal nicht der Einzige, der eine Rede hält. Sobald Prime mit seinen Worten fertig ist, beginnt Noah seine eigene Abschlussrede zu halten, die er selbst spricht. Es ist eine bemerkenswerte Veränderung, die Noah als das neue Gesicht des Franchises für die Zukunft festigt und gleichzeitig ein Gleichgewicht zwischen der Vergangenheit der Transformers-Filme und den neuen Elementen herstellt. Wenn die Saga weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Blockbuster-Filmlandschaft bleiben soll, müssen die Erwartungen übertroffen werden, selbst wenn es um Transformers-Klassiker wie die Abschlussrede von Optimus Prime geht. Die letzte Pre-Credit-Szene von Transformers Aufstieg der Bestien endet damit, dass Noah zu einem Vorstellungsgespräch mit einem scheinbar gewöhnlichen Geschäftsmann geht. Dieser Mann verrät jedoch schnell, dass er über die Autobots Bescheid weiß und wie Noah die Welt gerettet hat. Dieser Mann und seine Hinweise darauf, dass er für eine größere Organisation arbeitet, lassen zunächst vermuten, dass Noah mit jemandem von Sektor 7 spricht, dem Geheimdienst aus Transformers und Bumblebee. Eine Visitenkarte des mysteriösen Fremden offenbart jedoch die wahre Organisation, mit der Noah in Kontakt gekommen ist, G.I. Joe. Ja, Transformers Aufstieg der Bestien kündigt nicht nur Fortsetzungen an, sondern ein großes Filmuniversum, das auf Hasbro-Eigenschaften wie Transformers und G.I. Joe basiert. Es ist unklar, wie ein Zusammenspiel dieser beiden Verfilmungen auf der großen Leinwand aussehen würde, und die kurzen Einblicke in eine Basis, die zu der G.I. Joe-Version dieses Universums gehört, stimmen nicht gerade zuversichtlich für die visuellen Möglichkeiten eines Crossovers. Dennoch, das Ende von Transformers Aufstieg der Bestien macht deutlich, dass die Zukunft der Autobots auf der großen Leinwand zumindest mit dem G.I. Joe-Universum und mit ziemlicher Sicherheit auch mit anderen Hasbro-Produkten zusammenarbeiten wird.
Während der G.I. Joe-Twist massive Auswirkungen auf zukünftige Hasbro-Filme hat, ist die Szene in der Mitte des Abspanns von Aufstieg der Bestien nichts allzu Denkwürdiges. Es handelt sich um einen vorhersehbaren Gag, der auch ohne diese große Crossover-Ankündigung wenig überzeugend gewesen wäre. Die Szene zeigt Noah, wie er seinem lizenzbehafteten Freund Reek sein neues Auto vorstellt. Eine umlackierte und modifizierte Version von Mirages Autoform. Nachdem Reek einige abfällige Bemerkungen darüber gemacht hat, dass das Fahrzeug nichts Besonderes sei, verwandelt sich Mirage in seine Roboterform und antwortet Reek. Die Pointe dieser komödiantischen Szene ist von Anfang an klar. Während die Überfülle von Davidsons komödiantischem Trick im Rest von Aufstieg der Bestien es unwahrscheinlich macht, dass die Kinobesucher nach noch mehr von dieser Figur verlangen. Diese Aufstieg der Bestiensequenz in der Mitte des Films hätte besser vor der großen G.I. Joe-Anmache kommen sollen, aber um ehrlich zu sein, gab es keine Stelle im Film, die diese Szene sofort hysterisch gemacht hätte. Das Ende von Transformers Aufstieg der Bestien macht deutlich, dass Paramount Pictures und Hasbro große Pläne haben, die Transformers-Saga endlich mit Hasbro-Eigentum zu kreuzen. Doch wie genau zukünftige eigenständige Transformers-Filme aussehen werden, ist noch viel unklarer. Aufstieg der Bestien begnügt sich damit, eine weitgehend eigenständige Geschichte zu erzählen, die größtenteils in Harmonie mit den früheren Transformers-Filmen von Michael Bay existiert. Selbst bei den Ambitionen, Aufstieg der Bestien als Sprungbrett für eine Trilogie von Transformers-Abenteuern zu nutzen, ist nicht sofort ersichtlich, welche Aspekte des dichten Transformers-Mythos als nächstes relevant werden sollen. Dies ist eine interessante Abweichung von den letzten beiden Transformers-Filmen von Michael Bay, Ära des Untergangs und The Last Night, die jeweils mit großen Cliffhangern endeten, die deutlich machten, wo die direkten Fortsetzungen ansetzen würden. Abgesehen von der wahrscheinlichen Rückkehr von Unicron zielt Aufstieg der Bestien jedoch eher darauf ab, ein größeres Filmuniversum anzudeuten, als endlos darauf hinzuweisen, wohin weitere eigenständige Transformers-Filme als nächstes führen würden. So oder so, die lange Geschichte dieser Live-Action-Transformers-Filme deutet darauf hin, dass dieses Franchise in absehbarer Zeit nicht verschwinden wird.